Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag vom Track Freie Daten hier im Hörsaal 4. Dass man uns als OpenStreetMapper nachsagt, das, was wir machen, das ist doch Spielerei, das sind wir ja inzwischen auch gewohnt. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich nehmen wir doch diese Arbeit schon ziemlich ernst. Wie man aber mit spielerischen Elementen Leute dazu kriegen kann, bei OpenStreetMap mitzumachen, das erklärt uns jetzt Heinrich Lorey. Vielen Dank. Mein Thema spielbasierte Ansätze in der Geodatenerfassung. Das ist auch das Thema meiner Masterarbeit, die ich aktuell verfasse. Und ich werde erstmal ein bisschen auf die Grundlagen eingehen und am Ende auch ein paar erste Ergebnisse von meiner empirischen Untersuchung, die ich in Heidelberg durchgeführt habe, vorstellen. Erstmal, was gibt es überhaupt für Biases, also Verzerrungen in der Datenerfassung in OSM? Da gibt es vier Typen. Einmal räumlich, das heißt, es gibt bestimmte Gebiete, die wirklich sehr populär sind, für Touristen sehr relevant sind und deswegen auch sehr, sehr gut erfasst sind in OSM. Das zweite kategorial, das bedeutet, dass bestimmte Objekte natürlich auch zum Beispiel mit Tourismus verwandt dann auch sehr gut erfasst sind, dass die dann auch präferiert werden und auch das persönliche Interesse sind. Also sie alle kennen das, sie interessieren sich für irgendwas. Es gibt ja auch zum Beispiel die Power-Mappers, die jetzt nur Strommasten meinetwegen oder so kartieren. Und dann gehen die da rum und du denkst dir, okay, ich bin irgendwo der Pampa, aber dieser Strommast ist natürlich erfasst. Und so hat praktisch jeder ein persönliches Interesse und eine Relevanz und dadurch kartiert man das dann auch. Zeitlich ist es so, dass leider sehr viel auch erfasst wird, aber nicht mehr aktualisiert. Also man trägt das einmal ein, aber schaut gar nicht, ist es überhaupt noch wirklich so, vor allem die Datenattribute, die man noch hinzufügen kann. Und der Anteil der aktiven Nutzer ist halt auch sehr gering. Die Idee, die ich dann hatte, die dann auch bestätigt wurde von den anderen Forschungen, die es da schon gibt, ist, dass man diese Biases hat, dass man andererseits Elemente aus dem Spieldesign hat, die ich gleich noch vorstellen werde, und dass man das verbinden kann, um praktisch diese Elemente aus dem Spieldesign zu nutzen, um Motivation der User zu steigern, intrinsisch, extrinsisch, um diese Biases, die ich gerade vorgestellt habe, zu minimieren. Und das Ganze nennt man Gamification. Das heißt, man nutzt praktisch Spielelemente in einem spielfremden Kontext. Warum spielen wir überhaupt Spiele? Ich denke, die meisten von Ihnen haben vielleicht irgendwann mal ein Spiel gespielt. Es geht darum, dass man Herausforderungen meistert, dass man auch Lernprozesse, SimCity ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass man also auch erste Erfahrungen mit Stadtplanung vielleicht schon sammeln kann und dass man praktisch seine Zeit einfach vertreiben will mit Spaß haben, Unterhaltung. Andererseits jetzt zum Beispiel zu anderen Medien wie Büchern oder Filmen ist auch sehr viel Interaktivität da und man kann es auch zusammenspielen, also im Koop-Modus, online, offline, wie auch immer. Und da hat sich jemand, der heißt Bartel, hat dann praktisch sich angeschaut, welche Spielertypen gibt es überhaupt und hat vier rausgekriegt, womit man sich dann auch vielleicht zum Teil identifizieren kann. Und unten sind auch die prozentualen Anteile angezeigt. Und man sieht, die meisten sind Socializer, 80%. Das heißt, man ist darauf aus, mit anderen zu spielen, praktisch auch dann mit Freunden dann irgendwie was zu unternehmen im Koop-Modus. Dann gibt es auch welche, die explorativ unterwegs sind. Das heißt, die sind irgendwie aus, irgendwie Schatztruhen zu finden und so weiter oder versteckte Elemente. Und die anderen Achiever sind auf Punkte aus. Die wollen dann zum Beispiel im Ranking sehr weit hoch aufsteigen und dann ganz, ganz oben mitspielen. Und ein Killer ist praktisch ein extremer Achiever, die dann die ganze Nacht irgendwie auf sind, um dann ganz oben nach oben zu klettern in der besten Liste. Das sind die verschiedenen Spieldesign-Elemente. Auf der rechten Seite sehen wir dann praktisch auch die verschiedenen Spieltypen, die da aufgezeigt werden. Und beim Socializer haben wir natürlich sowas wie sozialer Austausch, Anerkennung. Beim Explorer eher sowas wie, dass ich Neugierde habe, ich will was entdecken, das kann man auch räumlich sehen. Und die anderen sind den Achievern zuzuteilen, also Wettbewerb, Fortschritt, dass ich irgendwie im Level weiterkomme und Belohnungssysteme. Das Ganze kann man natürlich auf VGI und auch OSM-Kontext übertragen. Das bedeutet, der Benutzer ist jetzt ein Spieler, die Karte ist das Spielfeld und so kann man auch alle anderen Elemente Analogien ziehen. Das heißt, die Geodaten sind jetzt auch virtuelle Güter, die man praktisch auch in Besitz nehmen kann, wo man dann Punkte kriegen kann und dann irgendwo aufsteigen kann in irgendwelchen Leaderboards, Rankings
Und die Aufgaben, die eigentlich ziemlich langweilig klingen, ich muss irgendwie Daten sammeln oder validieren, sind jetzt Missionen oder Quests und werden entsprechend aufbereitet, um das Ganze ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Hier zwei Beispiele. Vielleicht verwenden einige von Ihnen Waze. Das ist praktisch ein Navigationssystem, ein soziales Navigationssystem, wo man Sachen reporten kann, melden kann, zum Beispiel Staus, Unfälle und so weiter. Das ist auch nicht mehr ganz aktuell, weil man Polizisten nicht mehr melden kann. Da gab es nämlich sehr viele Probleme, dass die dann auch wirklich systematisch verfolgt wurden. Deswegen wurde das jetzt rausgenommen. Aber da kann man praktisch auch Punkte verdienen, indem man Sachen mappt und dann auch aufsteigen im Scoreboard. Das andere ist Google Location Guide, wo man praktisch sich Punkte verdienen kann, indem man Google hilft. Und ich habe gedacht, wieso Google helfen, wenn man nicht einfach auch das Gleiche bei OSM vielleicht durchführen kann, und gesucht, was es da so gibt. Und tatsächlich gibt es seit etwa einem Jahr eine App, die ich Ihnen auch ans Herz lege. Die heißt Street Complete, gibt es bisher nur für Android. Hier unten ist dann auch der Link. Und da geht es praktisch darum, dass man im Umkreis des Spielers sich anschaut, wo Datenlücken in OSM sind. Also sehr viel ist ja gemappt, ist irgendwie schon da, die Objekte sind da, aber man hat zum Beispiel Restaurants, wo die Öffnungszeiten fehlen, Gebäude, wo die Stockwerksanzahl irgendwie nicht eingetragen ist, die zum Beispiel wichtig ist für Energiemodellierung und so weiter. Und da gibt es jetzt, ich glaube, schon 20 verschiedene Typen an Aufgaben, also für jeden was dabei, die dann angezeigt werden im Umkreis. Und was ich auch sehr schön finde, dass man versucht, auch das Ganze ansteigerfreundlich zu machen. Das bedeutet, Sie sehen hier im zweiten Screenshot, what basic shape does this building's roof have? Gibt es praktisch noch so einen Leitfaden. Man sieht, okay, es gibt diese Typen mit Animationen oder bebilderten Anleitungen. Und da kann man praktisch direkt draufklicken, auf OK drücken und dann wird es hochgeladen. Dass das etwas kritisch ist, werde ich später noch dann erläutern. Und das Problem, was ich hier fand, als ich mir diese App angeguckt habe, ist, dass es für jede Aufgabe, egal wie schwierig sie ist oder wo sie ist und so weiter, nur einen einzigen Punkt gibt. Und das fand ich sehr langweilig und demotivierend. Und deswegen habe ich überlegt, dass man das so ein bisschen untersuchen könnte. Und das Ziel ist praktisch rauszukriegen, ob eine räumliche Struktur des Punktesystems, ich zeige gleich genau, was ich damit meine, einen Einfluss auf das Verhalten der Spieler hat. Also kann ich sie praktisch dadurch lenken, dass ich sage, hier habe ich mehr oder weniger Punkte, gehen die wirklich dann dahin und kann ich das praktisch dann auch validieren. Dazu habe ich 40 Probanden aufgetrieben, die zwei Versionen dieser App testen konnten. Es gibt eine App, die praktisch dieses räumliche Punktesystem hat und eine Kontrollgruppe. Und ich habe 132 Quests ausgewählt, auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. In Heidelberg habe ich das Ganze gemacht und zwei Wochen dann praktisch das Ganze durchlaufen lassen. Der Startpunkt war immer in der Mitte des Spielfeldes und sie konnten sich frei bewegen. Und das Wichtige ist, ich habe keine einzige Information irgendwie erzählt, also warum gibt es jetzt Punkte. Es gab nur praktisch immer, wenn man auf OK gedrückt hat, wurde die Punktzahl einfach nur angezeigt, aber nicht nach welchem System das Ganze aufgestellt ist. Das ist die Variante Cluster. Für diejenigen unter euch, die praktisch sich mit räumlicher Statistik auch auskennen, hier haben wir eine hohe räumliche Autokorrelation. Das heißt, wir haben eine Ballung von sehr hohen Punktzahlen in kleinen Gebieten. Das sehen wir im Norden, diese roten Punkte, also 80 bis 100 Punkte in einem sehr engen Raum. Und im Süden dann auch ähnlich, aber halt ein bisschen schwächer ausgeprägt. Und die Mitte war ja praktisch der Startpunkt und die Idee war zu gucken, okay, man fängt praktisch in der Mitte an, geht in den Norden oder Süden und bewegt sich praktisch in diesem Cluster und irgendwann ist man praktisch aus dem Cluster wieder raus. Was tun die Spieler dann? Merken sie praktisch, dass sie praktisch in so einem räumlichen Punktesystem waren und dass sie dann rausgehen, weil, wie Sie sehen, auf der linken Seite zum Beispiel, haben wir nur noch Punkte von irgendwie so 5 oder 20 Punkte. Merken sie, oh, jetzt bin ich irgendwie wieder raus und kehre ich jetzt vielleicht zurück, nicht unbedingt direkter Weg, aber vielleicht irgendwie durch die Nebenstraße. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, das mal zu gucken, weil räumliche Punktesysteme eigentlich noch nie untersucht worden sind. Und natürlich gab es eine Kontrollgruppe, wo einfach die Punkte random verteilt worden sind. Also 20-20 Probanden für jeweils eine Version. Hier nur ganz kurz die Laufwege der Probanden. Das sagt erstmal nur wenig aus, aber man kann natürlich die ganzen Straßensysteme ganz gut erkennen. Und meine erste Frage war dann praktisch, ja, am Ende natürlich,
welches Punktesystem habt ihr überhaupt rausgekriegt? Und es war ganz interessant, dass einige gemeint haben, gesellschaftliche Relevanz. Also ich war irgendwie in der Hauptstraße, da gibt es dann mehr Punkte für die ganzen Sachen, weil da sind mehr Leute auch unterwegs. Das heißt, es bringt auch mehr Leuten was. Und deswegen gibt es da mehr Punkte. Oder attributive Vollständigkeit, das bedeutet, okay, dieses Attribut ist eigentlich schon ganz gut gemappt, da gibt es dann weniger Punkte, in anderen, da ist noch mehr Bedarf, da gibt es dann mehr. Zufall natürlich, das trifft ja auch auf die Hälfte der Probanden zu, das war aber dann sehr frustrierend. Ja, also die waren dann irgendwo, haben dann 50 Punkte gekriegt, sind weitergelaufen, 70, dann plötzlich 5 und so weiter. Und ich so, was ist hier los? Also deswegen nicht unbedingt auf Beifall gestoßen. Dann Abstand zum Objekt, das heißt, je näher ich praktisch dann zum Objekt bin, desto mehr Punkte kriege ich. Und Schnelligkeit war sehr interessant, weil einige Probanden plötzlich losgesprintet sind und dann irgendwie gemeint haben, dass man mehr Punkte kriegt, wenn man praktisch dann schneller von A nach B geht. Das war natürlich Schwachsinn, aber es war sehr interessant. Räumliche Gebiete haben einige tatsächlich auch rausgekriegt. Also praktisch in der ersten Gruppe mit diesem Clustering haben einige erkannt. Und einer dieser Probanden, seinen Laufweg habe ich hier mal dargestellt, also in einem Park. Oben war der Start und man sieht, er war praktisch in diesem südlichen Cluster mit ungefähr 70 Punkten immer im Durchschnitt und ist da rumgelaufen. Und wenn man praktisch dann auf der rechten Seite schaut, fällt das massiv ab. Ja, und er hat es gemerkt und praktisch hat dann versucht, in dieses Cluster wieder zurückzugehen, oben praktisch dann wieder in diese hohen Punktzahlen zu kommen. Also er war wirklich frustriert, als er gemerkt hat, ich habe jetzt immer 70, 80 Punkte gehabt und plötzlich fällt es ab und hat versucht, praktisch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Erste Ergebnisse, dieses räumliche Punktsystem führt dazu, dass wir wirklich eine höhere Spieldauer haben, 39 Minuten statt 30, aber Laufdistanz oder zum Beispiel wie viele Antworten ich pro Minute gebe, bleibt konstant. Und eigentlich das wichtigste Ergebnis ist, dass wirklich Spieler Gebiete aufgesucht haben mit höheren Punktzahlen. Also wirklich diese Tendenz klar erkennbar ist. Klar, es waren nur 20 Leute eigentlich, die es gemacht haben, relativ geringe Sample Size, aber die waren vorhanden. Und interessant ist aber, dass diese Korrelationen sich nicht im Fragebogen widerspiegeln. Da habe ich genau diese Fragen eigentlich nochmal gestellt, wollte wissen, ob praktisch das wirklich erkennen oder ich das nur in den Tracks sehen kann. Und es ist wirklich so, dass ich das eigentlich nur durch die Analysen mir irgendwie erschließen kann, aber im Fragebogen haben das eigentlich nur die wenigsten angekreuzt. Das ist wirklich interessant. Also spricht eigentlich dafür, dass man praktisch im Kopf sich so eine Art Mental Map von den Punkten irgendwie einprägen kann, aber das nicht so richtig bewusst ist. Das fand ich dann auch ganz interessant. Was hatte ich eigentlich genervt oder gefrustet? Natürlich, Objekt ist nicht aufzufinden, das ist natürlich passiert. Die Aufgabe ist schwer lösbar, weil es große Gebäude sind zum Beispiel, wo man irgendwie in eine große Sporthalle, und da muss man irgendwie die Öffnungszeiten eintragen, da muss man irgendwie um das ganze Gebäude rumgehen. Dann haben auch manche Leute gedacht, irgendwie keine Lust mehr, ich höre jetzt auf. Unfaire Punkteverteilung, weil wir auch zum Beispiel Random-Punkte hatten oder hohe Laufdistanz. Natürlich technische Probleme auch, wenn das GPS nicht genau ist und so weiter. Oder Hindernisse. Also wenn man irgendwie sagt, also man kann klar sehen, man hat irgendwie große Straßen, wo irgendwie Straßenbahnen fahren und so weiter und dann denkt man sich so, nee, also wir beenden das Ganze jetzt, war eigentlich ganz okay. Das gleiche bei Gitter oder Mauern, die dazu geführt haben, dass man einfach frustriert war, weil man nicht weiterkommt. Man wollte zum Beispiel irgendwie eine Abkürzung nehmen, um zum nächsten Quest zu kommen, hat nicht funktioniert. Und das sind alles Faktoren, die praktisch dazu führen, dass man das Spiel dann auch weniger spielt. Umgekehrt, was hat dir am Spiel gefallen, war natürlich das Punktesammeln, aber bei weit nicht allem. Also es gab auch sehr viele, die gesagt haben, wenn es jetzt keine Punkte mehr gibt, spiele ich trotzdem weiter, weil mich das Spiel an sich reizt. Das hat damit zu tun, dass man zum Beispiel sagt, ich finde es toll, dass ich halt einen Beitrag zur OSM leisten kann. Das hat irgendwie so eine praktische Relevanz. Also ich spiele praktisch ein Spiel, aber es ist nicht so wie bei Pokémon Go oder Ingress, dass man da irgendwie, keine Ahnung, seine Zeit wie verschwendet, sondern dass man wirklich unterwegs ist, aber irgendwie das auch einen Nutzen hat, weil diese Daten von anderen Usern und anderen Menschen genutzt werden können. Dann dieses Kognitive, dass man praktisch auf dieser Karte diese Quest sieht und dann praktisch dann immer vergleichen muss, okay, wie sieht es überhaupt in der realen Welt aus? Also dieses Objekt praktisch zu finden und dieser Suchprozess, das fanden sehr viele interessant.
und eine Strategie irgendwie aufzuzeigen. Das heißt, viele haben, als sie dann am Anfang waren, haben sie geguckt, wo gibt es überhaupt Aufgaben und haben sich praktisch so eine Route irgendwie geschnitten, dass sie praktisch sagen können, okay, dass ich möglichst wenig laufen soll. Also es waren sehr viele faule Menschen dabei, die gesagt haben, ja, ich will möglichst wenig laufen und deswegen suche ich mir praktisch die strategisch sinnvollsten Punkte aus, wie praktisch so eine Rundtour. Genau, und Spiel in realen Umgebungen ist, denke ich, klar, diese physische Bewegung, dass man praktisch wirklich an der frischen Luft unterwegs ist und vielleicht auch neue Ecken irgendwie in der Stadt entdeckt. Also als ich das Spiel auch mal getestet habe, dann bin ich plötzlich irgendwo gelandet, wo ich irgendwie noch nie war und ich wohne seit 6 Jahren in Heidelberg. Das war sehr, sehr interessant. Und der nächste Schritt, den ich jetzt ein bisschen anreißen werde, ist, welche Parameter gibt es praktisch für die Spielertypen? Also ähnlich wie was ich am Anfang vorgestellt habe mit Explorer, Achiever und Socializer, könnte man das auch für diese Spieler machen. Und das sind Parameter, die ich jetzt noch irgendwie mir genauer anschauen muss. Aber Möglichkeit ist praktisch, die Geschwindigkeit zu nehmen, Weglänge, der Umweg. Also ich könnte das zum Beispiel einfach mit dem Routing vergleichen, also praktisch der kürzeste Weg. Und wie gewillt ist man praktisch, einen Umweg dann zu wählen? Hat man einen Rundweg wirklich gewählt? Also wollte man einfach zurück zum Startpunkt, weil da das Auto geparkt ist? Oder weil man praktisch sich mit jemand anders dann noch verabredet hat? Spieldauer und was ich sehr interessant finde, der Aktionsradius. Das heißt, man schaut sich an, die Fläche praktisch, die von den Punkten irgendwie umschlossen wird und oben sehen Sie das dann auch, man kann praktisch die Radien vergleichen und schauen, wie linear ist wirklich die Bewegung. Also ist jemand praktisch mit einem kleinen Ziel unterwegs gewesen oder ist es praktisch eher ein Kreis, das heißt, man versucht praktisch in einem Raum zu bleiben und alles abzugrasen. Und das kann ich praktisch nehmen, um erste Spielertypen mehr zu konstruieren. Es gibt klar Achiever, die sagen, Punkte sind mir das Allerwichtigste. Dann gibt es die zweite Gruppe, die haben gesagt, wir wollen ein ganz klares Ziel. Wir wollen irgendwie danach zum Rewe, zum Einkaufen und so weiter. Und alles, was auf dem Weg liegt, werde ich mir jetzt noch anschauen. Das heißt, das könnte man auch in die App integrieren und sagen, okay, man kann eine Adresse eingeben und dann wird praktisch alles auf dem Weg dann irgendwie angezeigt. Die anderen haben gesagt, ich möchte einfach viele Quests lösen in einem bestimmten kleinen Feld. Also man hat irgendwie 1 Quadratkilometer und hat dann irgendwie so 40 Quests und dann werden einfach alle abgegrast. Und diesen Leuten ist zum Beispiel wichtig, dass man einfach auch prozentual sehen kann, oh cool, ich habe jetzt schon 70% oder 80% der Aufgaben geschafft. Und der letzte Typ, natürlich Explorer, den ist zum Beispiel wichtig, ich habe viele verschiedene Aufgaben, ich kann neue entdecken, neue Ecken irgendwie entdecken in der Stadt und so weiter. Genau, und dann zum Schluss habe ich jetzt praktisch noch gefragt, welche Erweiterungen findet ihr denn sinnvoll, dass man die App irgendwie auch ein bisschen so Langzeitmotivation irgendwie da noch dabei hat und praktisch diesen Wiederspielwert hat, weil bis das erste Spiel, finde ich, halt nicht unbedingt lädt das nicht dazu ein, weil mit den Punkten selbst nichts angefangen werden kann. Und da sind einige Ideen aufgekommen, wie zum Beispiel ein Spielerprofil, das hat Pascal Neis hier zum Beispiel schon implementiert, wo man so Statistiken sehen kann. Bestenlisten wären auch sehr interessant, dass man sich messen kann anhand verschiedener Kriterien, dass man einfach mit den Punkten irgendwas anfangen kann. Oder zum Beispiel Abzeichen, Missing Maps hat er auch schon einiges gemacht. Oder ein Level-System, wo praktisch die Quests irgendwie dann immer freigeschaltet werden oder immer schwieriger werden. Dass man einfach sagt, okay, ich spiele es jetzt weiter, um praktisch irgendwie voranzukommen. Und wie am Anfang auch gesagt, dass man gegeneinander spielen kann oder in Gruppen und versteckte Elemente irgendwie auftauchen. Genau, und weiß nicht, ob jetzt noch Zeit ist. Ich glaube, das kann ich dann noch später noch kurz erklären, wenn der Bedarf da ist. Da geht es praktisch um die Validierung der Daten, aber es war nicht mein Fokus. Und jetzt am Ende noch kurz, also klar erkennbar, es gibt eine Lenkung durch das räumliche Punktesystem. Wie gesagt, aber eine kleine Sample Size, das muss man natürlich dann mal validieren, vielleicht auch mit anderen Gruppen. Und wichtig ist halt, dass dieses Punktesystem transparent war. Also den Leuten hat es mega gefrustet, wenn man irgendwie nicht ganz klar ist, warum kriege ich jetzt mehr Punkte oder weniger. Man muss sagen, das ist anhand des Schwierigkeitsgrades oder weil dieses Objekt irgendwie wichtiger oder weniger wichtig ist. Und das kann man einfach nutzen, um das Spiel adaptiv zu gestalten, personalisiert irgendwie zu machen, dass man sagt, jemand, dem zum Beispiel die Punkte mehr wichtiger sind, der kann dann praktisch, dann wird der Wert darauf gelegt und alle anderen wird dann irgendwie reduziert, um praktisch diese Langzeitmotivation zu erhalten. Genau, vielen Dank. Vielen Dank, Heinrich Loray, für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich denke mal, es wird bestimmt Fragen geben. Dieser Schluss, dass die Wege von den
dem Clustering der Punkte wirklich abhängig waren, bei denen die das hatten? Hast du das einfach durch das Angucken der Wege geschlossen oder hast du das irgendwie statistisch analysiert? Das habe ich wirklich signifikant rausgekriegt, indem ich praktisch die, du meinst das hier, ja? Das habe ich wirklich mit Statistiken auch bewiesen. Das heißt, ich habe das Ganze normiert natürlich, weil klar ist, dass, wie bei dem ersten hier zu erkennen ist, dass die Spieldauer viel höher ist in dem anderen, in einer Version gewesen und deswegen musste ich das dadurch normieren. Und die anderen Sachen konnte ich dann praktisch wirklich validieren. Also die sind alle signifikant. Problem ist natürlich, man hat ziemlich kleine Stichproben, also nur 20. Das müsste man natürlich dann mit einer größeren Gruppe dann nochmal sich anschauen. Ich muss dazu noch sagen, das hat alles stattgefunden bei Minusgraden. Es waren minus 5 oder minus 10 Grad. Das ist nicht unbedingt förderlich für eine explorative Analyse. Also habe ich mir natürlich die beste Woche ausgesucht. Und deswegen wäre das ganz gut, vielleicht das nochmal irgendwann dann nochmal sich anzuschauen, genau im größten Rahmen. Ja. Zwei Fragen. Einmal, könntest du was über die 40 Freiwilligen sagen? Waren das Studenten oder hatten die schon mal Kontakt mit einem OpenStreetMap-Projekt? Und die zweite Frage, wo du schon eine Folie hattest, aber nicht mehr darauf eingegangen bist, bezüglich der Validierung. Hast du irgendwie überprüft, was die überhaupt aufgenommen haben? Oder wurde unter Umständen irgendwas aufgenommen, um halt Punkte zu bekommen? Das waren vor allem Geostudenten, weil es schwierig war es gab auch einige, also ich habe das groß ausgeschrieben, da gab es auch einige, zum Beispiel aus Physik und so weiter, die dann auch teilgenommen haben, das war sehr interessant. Aber die meisten hatten sich überhaupt keine Erfahrung mit OSM, sogar von den Geos. Die hatten vielleicht nur ein, zwei Mal irgendwie an einem Mappathon teilgenommen, das war es dann auch. Aber der große Teil, ich glaube 50%, hat noch nie irgendwie daran teilgenommen und muss sich zuerst erstmal erklären, was OSM ist. Aber es war dann eigentlich sofort klar, um was es dann geht. Zu deiner zweiten Frage, die Validierung, habe ich bei mir nicht untersucht, weil es würde den Rahmen sprengen. Ist natürlich aber wichtig, Cheater dann irgendwie rauszukriegen, wenn man wirklich das Ganze hochladen will. Beziehungsweise bei Street Complete ist es so, es wird direkt hochgeladen, ohne das irgendwie zu überprüfen. Und das ist ein großes Problem, weil es gibt ein anderes Spiel, das ähnlich ist, das heißt Chord. Und da werden praktisch wirklich erstmal zwei, drei unabhängige Spieler gegeneinander getestet, die Antworten verglichen. Und wenn die dann gleich sind, dann erst wird das hochgeladen. Ich finde, das ist ein viel besserer Ansatz, als es praktisch direkt irgendwie hochzuladen. Und eine andere Möglichkeit wäre praktisch, dass man diese Daten irgendwie in so eine Art Quiz oder Rating irgendwie verpackt, dass man praktisch nochmal extra Punkte kriegt, indem man die Sachen dann von anderen validiert. Und bei mir in der App habe ich das gemacht, dass das Lösen der Aufgaben dann im Radius von 50 Metern möglich ist. Ja, das habe ich praktisch dadurch sichergestellt, dass man vor Ort ist und nicht praktisch das irgendwie von weit aus dann irgendwie erfasst. Es gibt ja oder wird erarbeitet eine Organized Editing Policy, wo es darum geht, zum Beispiel Firmen, die Leute beauftragen, um zu in größerem Maße Daten beizutragen bei OSM oder auch Sachen, die im Rahmen von irgendwelchen Schulungen in der Hochschule oder in der Schule oder irgendwas stattfinden, dass es da Richtlinien gibt. Eigentlich würde das auch sowas betreffen, wenn man im Rahmen eines Spieles ja doch sehr strenge Vorgaben macht, was genau wie einzutragen ist. Hast du dir das mal angeschaut, diese Policy, die jetzt im Moment, wenn ich es richtig weiß, noch nicht wirklich beschlossen ist, aber in Erarbeitung ist und wie man das damit einbinden könnte, also wie du jetzt zum Beispiel die Community mit einbindest bei der Entscheidung, welche Sachen denn wie gemappt werden sollen oder welche Sachen man vielleicht besser nicht anpasst? Tatsächlich ist es ein sehr vorbildliches Beispiel. Street Complete wurde ja nicht von mir entwickelt, das hat Tobias Zwick gemacht, der das praktisch als Hobby dann auch betrieben hat. Und es gibt auch sehr viel Kontakt zu Wiki-Seiten. Also es gibt zum Beispiel eine extra Wiki-Seite, die praktisch diese Quest-Types auch auflistet und wenn man darüber diskutieren kann, macht es Sinn, zum Beispiel diese Aufgabentypen reinzunehmen oder rauszunehmen, weil es zum Beispiel auch sehr schwierig ist, das ist ein globales Spiel, das kannst du wirklich auf der ganzen Welt spielen, weil es sehr viele lokale Unterschiede auch gibt und das praktisch dann auch zu diskutieren. Aber ich finde, dass die Community schon ziemlich gut einbezogen wird in das Ganze, zum Beispiel halt dann durch das Wiki. Ja, ich sehe, das Thema erregt Interesse. Heinrich Loray steht Ihnen jetzt anschließend auch noch zur Verfügung. Wir gehen jetzt in die Pause. Vielen Dank nochmal an Heinrich Loray. Danke.